Das Oberhaupt der serbisch-orthodoxen Kirche, Patriarch Irinej, ist im Alter von 90 Jahren gestorben. Miroslav Gavrilovic, wie er bürgerlich hieß, hatte sich mit dem Coronavirus angesteckt. Zudem hatte er ein Herzleiden. Seit Anfang November wurde er in einem Krankenhaus in Belgrad behandelt. Vermutet wird, dass sich Patriarch Irinej bei der Trauerfeier für Erzbischof Amfiloch hier angesteckt hat. Das Oberhaupt der serbisch-orthodoxen Kirche in Montenegro starb Ende Oktober an Covid-19. Bei der Trauerfeier hatten kaum Pandemieschutzmaßnahmen gegolten.